Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast. Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje und Stefan. Und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung. Los geht's. So, herzlich willkommen. Ich freue mich über eine neue Ich-Podcast-Episode. Hallo, liebe Martje, und vor allen Dingen, hallo, lieber Rudolf, in Südafrika gerade. Ja, hallo, liebe Martje, und hallo, lieber Stefan. Danke dafür. Also, wir kennen uns noch nicht und wir haben auch überhaupt kein Vorgespräch geführt. Also, es ist eigentlich ein rein jungfräuliches Genau, Gespräch. So wie wir es lieben, so wie wir es lieben hier im Ich-Podcast. Genau. Lieber Rudolf, sei so lieb. Wir sprechen heute über ein fantastisches Thema, wie ich finde, was in den, für mich gefühlt, aber du kannst es dann gerne auch mal aus deiner Sicht nochmal beschreiben gleich, in den letzten Jahren auch so ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat. Also es kommt so ein bisschen mehr ins Bewusstsein. Wenn man vor 10 Jahren gesagt hätte, Mitochondrien, dann hätten alle, die jetzt nicht gerade in der Schule Biologie hatten und vielleicht so ein bisschen über die Zelle gehört haben, hätten gesagt, was ist das? Ist das gefährlich? Noch nie gehört. Das ist inzwischen, finde ich, gefühlt wird es langsam besser. Ein tolles Thema, aber sei so lieb, lieber Rudolf, stell dich einmal kurz vor. Wer bist du? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Was machst du sonst so? Und dann legen wir los. Also, mein Name ist Erwin, nein, der Quatsch, das ist ja Lorio. Mein Name ist Rudolf Wolters, eigentlich ist er nur ein Doktor vorhin, aber der ist nicht wichtig. Ich bin 64 Jahre alt, komme aus dem Rheinland und komme aus einer Arztfamilie. Also meine Eltern und davor die Verwandtschaft, da waren viele Ärzte. Und der Junge, also ich, habe das natürlich dann auch gemacht. Und eigentlich war meine große Liebe gar nicht die Medizin, sondern ich wollte Bauer werden. Aber das ist was anderes. So, und ich bin dann auch in die Praxis meines Vaters gegangen nach Studium und Ausbildungszeit, also sprich eine Hausarztpraxis in München, aber habe das auch sehr gut gemacht und auch gut aufgezogen, aber irgendwann war ich total leer. Also mir, es war nicht das, was ich wirklich machen wollte, weil die Medizin möchte Krankheiten wegmachen oder Symptome wegmachen. Und ich war einfach innerlich, also heutzutage weiß ich, das ist überhaupt nicht mein Ding, etwas wegmachen zu wollen, sondern dahinter zu schauen. Was steckt denn möglicherweise dahinter? Kein Mensch wird umsonst krank. Keine Krankheit fällt vom Himmel. Und das hat mich einfach wahnsinnig interessiert. Diese auch biologischen Gesetzmäßigkeiten, da kommen wir jetzt zu dem Bauer wieder, weil der hat mit Trägerfarben, das ist nicht das Synonym für mich für Bauer, sondern es ist einfach Säen und Ernten. So, also die in der Reihenfolge der Natur, du kannst nicht im Sommer säen und meinen, dann würde ein Getreide noch, oder ist das vielleicht ein schlechtes Beispiel, du musst die Fruchtfolge einhalten. Du musst einfach die Gesetzmäßigkeiten der Natur, wir versuchen die, also wir als Menschen versuchen die gerne sozusagen zu überlisten und zu sagen, wir sind stärker als die Natur, aber ich halte die Natur für on top, weil wir sind ein Teil der Natur und das dürfen wir endlich mal wieder erkennen. So, war ein bisschen lang, oder? Nee, sehr schön. Und wie ist denn dein Weg dann zu den Mitochondrien gekommen? Gute Frage. Also, ja, dann hole ich ein bisschen aus. Also eigentlich, so Anfang der 2000er Jahre, ich war unzufrieden. Ich war mit meinem einen sehr alten Vater in der Praxis, der sich kein wenig bisschen bewegen wollte. Also mit dem konnte ich nicht eine moderne Medizin machen. Und ja, wir haben dann auch ein bisschen, ich will nicht sagen Krieg geführt, aber ich wollte ihm zeigen, ich bin der bessere Arzt. Und ja, irgendwann hatte ich aber auch die Nase voll. 2004 war das. Da bin ich eigentlich aus der Praxis ausgestiegen in ein, ja, wie es damals so üblich war, in ein Gesundheitszentrum, hat man mich sozusagen ein bisschen, ja, hat man mir schmackhaft gemacht, ja, super, und ja, wollte ich machen. Und da bin ich auch wieder rein, 2004, habe viel investiert und eigentlich habe ich den super Crash gehabt. Ich war völlig, also ich bin A, beruflich war ich völlig überfordert. Zwar mein Erfolg in der Praxis war auch mein Niedergang sozusagen, weil ich konnte nicht mehr. Ich war tief im Burnout, Suizidversuch, ich war am Ende, ich war im Eimer. Ich war wirklich im Eimer. Und genau in dieser tief depressiven und dunklen Phase
habe ich ein Buch in der Hand und ich weiß nicht, wie ich das damals in die Hand bekommen habe, ob ihr es bestellt habt oder wie auch immer, weil Amazon und das gab es 2004 noch nicht so richtig. Gab es eine Buchversendung, das ist boll.de. Ich heiße ja auch Bolzius, also können wir das gut merken. Vielleicht habe ich es da geholt. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, wo ich so wirklich tief in der Scheiße stand, also in der wirklich ganz schlimm, in einer schlimmen Lebenskrise war, da ist mir dieses Buch über die Mitte schon sozusagen zugeflogen. Und ich habe es gelesen, habe es nochmal gelesen, es ist nicht einfach zu lesen. Das Buch heißt Die stille Revolution der Krebs- und AIDS-Medizin von Ah. meinem Kollegen Dr. Heinrich Krämer. Das ist nicht einfach zu Nee, lesen. nee. Ist ja dünne Seiten, dick, ne? Habe ich auch in meinem Regal stehen. Ja. Ja, genau. Aber es geht um etwas Übergeordnetes. Und ich habe dann auch den Dr. Krämer kennengelernt, diese sogenannte Zellsymbiosis-Therapie. Also die Kollegen und Kolleginnen, der haben wir sehr viel zusammen gemacht. Und mich hat aber von Anfang an das Thema bitte schon so enorm begeistert, weil dahinter steckt einfach ein gesamtes biologisches Prinzip, weil sie sind nicht von der Hand zu weisen. Sie sind einfach biologisch in unseren Zellen, die Mitochondrien, und sie spielen eine wahnsinnig große Rolle. Und das ist eigentlich das, was mich seit 2004, also jetzt wirklich 20 Jahre, von meiner schlimmsten Lebenskrise hin zu, wie auch immer, wo es mich noch hinführt. Im Moment nach Südafrika. Ja. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, aus deiner Sicht, für die Menschen, die jetzt Mitochondrien noch nicht wissen, was das ist, so ein bisschen, was es ist und warum das halt so wichtig ist und vielleicht auch so ein paar Tipps, was kann man den Mitochondrien denn Gutes tun und so weiter. Ja, genau darum geht es nämlich. Dafür bin ich ja immer noch Arzt. Also Mitochondrien, erstmal, ich komme aus dem Rheinland. Also es gibt ja Mitochondrien, manche sagen das und ich sage Mitochondrien, weil wir einfach so einen rheinischen Slang haben. Gut, der Name setzt sich zusammen aus zwei griechischen Namen, Mitos und Chondros. Das eine heißt der Faden und das andere der Kern. Der Hintergrund ist, wieso man etwas, also was es bezeichnet, einmal als Faden und einmal als Kern bezeichnet. Das liegt an der ersten Entdeckung der Mitochondrien, weil da waren die ersten Beginne der Mikroskopie. Man hatte rudimentäre Mikroskope, man konnte schon etwas mehr in das Gewebe, in die Zellen schauen, und dann hat man was gesehen. Och, einmal sieht das aus wie ein, also längs wie eine Art Gurke und zum anderen auch wie so ein rundes Ding. Das lag aber, das war immer dasselbe, nämlich das Mitochondrium. Es lag aber nur am Anschnitt. Wie hat man den Schnitt gemacht? Hat man den Schnitt, es ist wirklich eine Art, wenn ich ein Mitochondrium absolut vergrößern würde, hätte ich eine Art Gurke oder Zucchini. So etwas länglich, rund, dickes so. Und wenn ich die Zucchini quer anschneide, habe ich was Rundes. Dann ist es das Chondros. Und wenn ich es aber längs anschneide, dann habe ich diese Längs-Zucchini-Form, nämlich den Faden. Und deshalb der Name Mitochondrien. Gut, das sind, jetzt haben wir die Begrifflichkeiten geklärt. Das sind Entschuldigung, Zellen in unseren Zellen. Die führen auch ein relativ eigenständiges, aber auch ein koordiniertes Leben mit unseren Zellen. Aber das ist das Ereignis oder das ist das, was mich tierisch begeistert. Da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben und mache jetzt im Moment auch gerade auf meinem Kanal YouTube Basisfilme. Also im Moment nenne ich das Live aus Kapstadt, irgendwann wird es wieder heißen Live aus dem Rheinland, jeden Donnerstagabend, wo es um Grundlagen geht. So, jetzt erzähle ich hier die Grundlagen. Die Mitochondrien und der Ursprung der Mitochondrien liegt in der Evolutionsgeschichte. Das ist schon sehr lange her. Die Menschheit gibt es im Vergleich zur langen Evolution nur einen Wimpernschlag. Der Mensch interessiert jetzt erstmal nicht, sondern die Mitochondrien. Wie kommen denn die in eine Zelle? Das lag daran, also wenn die Erde sich gebildet hat vor 4,5 Milliarden Jahren, das sind 4.500 Millionen Jahre, das ist schon eine verdammt lange Zeit. Es war die Erde ein Feuerball, eine Atmosphäre gab es. Das war nicht lebensmöglich, Leben auf der Erde zu etablieren. Dann kam über kosmische
ja, wie nennt man das, Einschläge, also von Meteoriten und alle Kometen oder was weiß ich nicht. Da kam das Wasser auf die Erde. Jedes Wassermolekül, was hier auf der Erde ist, ist kosmisches Wasser, ist vom Weltall gekommen. Die Erde hat sich gebildet als Feuerball, aber es war kein Wasser. Nur dann kam über diese Einschläge, kam das Wasser auf die Erde, Ozeane haben sich gebildet. Es hat unfassbar viele Millionen Jahre abgeregnet, abgeregnet, aufgestiegen, abgeregnet. Und so langsam ist die Erde abgekühlt. Und dann hat sich das erste Leben gebildet. Das war, nimmt man zumindest an, ganz tief unten im Meer, an sogenannten Vulkanschluten, da wo der Kontinentaldrift auseinandergeht. Wir wissen, im Moment ist halt Island so eine Eruption. Island liegt auf der Grenzfläche zwischen der amerikanischen Platte und der eurasischen Kontinentalplatte. Die driften mit einer Geschwindigkeit von, ich glaube, 5 Zentimetern pro Jahr auseinander und dann bilden sich Spalten und irgendwann kommt das Magma nach oben. Das ist, was im Moment gerade passiert. An diesen Bruchlinien, tief unten im Meer, da haben wir vor 20 Jahren die ersten, wahrscheinlich die ersten Einzeller auf der Erde entdeckt. Das ist noch nicht so lange her. Das waren die Einzeller aus der Gruppe der sogenannten Archaea. Die hatten auch keinen Sauerstoff, also konnten sie nur einen Stoffwechsel fahren, der Gärungsstoffwechsel war. Also das können wir uns schon mal merken. Archaea-Zellen hatten Gärungsstoffwechsel. Dann etwa zeitgleich, das ist so vor 3 Milliarden Jahren, gab es aber auch oberflächennahe Zellen, die haben Sonnenlicht schon benutzt und konnten in ihrem Stoffwechsel Sauerstoff als Abfall generieren. Die haben nicht den Sauerstoff erstmal genutzt, sondern die haben eine Fähigkeit erlangt, sozusagen Sauerstoff aus dem Steinfall zu produzieren und konnten aber auch mit dem Sauerstoff, weil der immer Gefahr birgt, einer Rostbildung, einer Oxidation. Damit konnten die umgehen. So, wir hatten also jetzt zwei Einzellerarten, und zwar die einen ganz tief unten im Meer, kein Sauerstoff, weil die im Gärungsstoffwechsel liefen, und die andere Zelle oberflächennah aus der Gruppe der Einzeller der Bakterien. So, und die konnten Sauerstoff schon produzieren. Erstmal noch nicht nutzen, sondern produzieren. Und brauchten das Sonnenlicht. Und das Leben wäre auf dieser Ebene immer weitergegangen. Bis vor circa 2,5, 2,3 Milliarden Jahren. Beide Einzelarten mehr oder minder zeitgleich. Zeitgleich bedeutet ja vielleicht mit einem Unterschied von 100 Millionen Jahren oder so. Also die Erde hat Zeitdimensionen, die wir Menschen nicht haben. Und diese Einzelarten hatten beide eine Überlebenskrise. Die oberflächennahen, sauerstoffproduzierenden Zellen brauchten Sonnenlicht. Aber es war eine Totalvereisung der Erde. Kilometerdicker Eispanzer auf der Erde. Und was meinst du, wie viel Sonnenlicht da durchgekommen ist? Nämlich gar keins. Den drohte die Existenz schon zu Beginn des Lebens, drohte die Existenz ausgelöscht zu werden. Durch die Vereisung. Die erste von mindestens 3 Totalvereisungen. Und die tiefer liegen, also am Grundboden, das sind ja dann doch 8 Kilometer Tiefe circa, liegenden Archaea-Zellen, die Sauerstoff, also nicht nutzenden Zellen, die hatten auf einmal ein Problem mit dem zunehmenden Sauerstoffgehalt im Meer, weil es ja durch die Bakterien abgegeben wurden und das auch dann langsam nach unten diffundiert ist. Weil mit Sauerstoff konnten die überhaupt, können sie eigentlich bis heute überhaupt nicht umgehen. Und das, jetzt kommt ein Prinzip der Natur, was ich extrem faszinierend finde. Nicht Darwin hat er uns auch nie gesagt, Survival des Stärksten, also Überleben des Stärksten, nur der stärkste Kampf und so weiter. Das hat Darwin nie gesagt. Darwin hat gesagt, Survival of the fittest. Der für die jeweilige Situation am besten angepasst ist oder am besten, den besten Anzug dafür trägt, sozusagen. Und das ist passiert. Die haben nämlich gesagt, also die tief unten liegenden Archaea-Zellen haben, also das ist jetzt sehr menschlich ausgedrückt, aber so kann ich es am besten ausdrücken. Das ist nicht, dass wir es gesagt haben. Aber die haben gesagt, hör mal, ich bin in der Krise. Und haben das dann sozusagen zu den Bakterien
die den Sauerstoff produzierten, aber die das Sonnenlicht brauchten. Und es war dunkel. Die haben gesagt, ja, die sagten, ja, ich bin auch in der Krise. Du bist da unten in der Krise, ich bin hier oben in der Krise. Was soll man machen? Und dann ist die Lösung nicht Kampf, ich vernichte dich, damit ich überlebe. Das hätte auch nicht passieren können. Sondern es wurde, und das ist ein einmaliger Akt in der Natur, sowas hat es nur einmal gegeben. Die haben ein Joint Venture gemacht. Die haben eine Symbiose gemacht. Ja, ich versuche es Sehr gut, ja. einigermaßen. Ja, aber das Joint Venture, die Symbiose, das ist das Synonym eigentlich, wie Natur funktioniert. Nicht der Kampf, sondern die Symbiose. Du bist unterschiedlich wie ich. Ich bin jetzt hier in Südafrika, also deine Hautfarbe ist anders. Wir machen etwas gemeinsam zum Wohle des Gemeinsamen oder sogar eines Dritten. Diese Symbiose, die damals vor 2,3 Millionen Jahren stattgefunden hat, war nichts anderes als, dass die Archaea-Zelle, also diese Gärungsstoffwechselzelle, die aufnehmende Zelle war und die sauerstoffnutzenden Bakterien sind sozusagen eingewandert in die Zelle. Und dadurch, sie nutzen schon Sauerstoff, jetzt kommt so langsam, das sind die Folgen, die Mitochondrien sind die Folgen dieser Symbiose. Weil die 95% des Sauerstoffs, den wir einatmen, der wird in den Mitochondrien verstoffwechselt. Dafür sind die zuständig. Die Archaea, also die Grundzelle, die ist im Gärungsstoffwechsel. Wir haben einen hybriden Stoffwechsel heutzutage und das wird überhaupt nicht diskutiert, das wird überhaupt nicht anerkannt. Die Zelle, die kann jederzeit umschalten von dem einen Programm in der Sonne. Und das macht sie auch. Zwar meistens oder selten ad hoc, passiert aber auch, sondern eher so schleichend. Und ich nenne das Archaea-Programm das Schwachstromprogramm und das sauerstoffnutzende Mitochondrien-Programm das Starkstromprogramm. Also wir haben einen hybriden Motor, einmal Schwachstrom, einmal Starkstrom. Ich will das auch, man sollte das auch nicht werten. Das eine kann ohne das andere nicht. Das ist das Yin und Yang-Prinzip. Es geht nicht anders. Und wir haben aber ein Rollenspiel, der Archaea, der Gärungsstoffwechsel, der ist für eigentlich Schwachstrom, aber der ist vor allem für die Zellteilung programmiert. Und wenn die Zelle sich teilt, dann schaltet sie den Sauerstoffstoffwechsel ab und geht in den Gärungsstoffwechsel. Es ist dieses hybride Modell. Und die Zelle hat im Laufe der Millionen und Millionen Jahre diese Integration von zwei sehr unterschiedlichen, eigentlich nicht zusammenpassenden Stoffwechseln, die Integration hat sie in eine Zelle eingepackt. Und das ist die moderne Zelle, die sogenannte eukaryote Zelle, die Zelle mit einem echten Zellkern, die auch Mitochondrien hat, weil die Mitochondrien dann eigentlich als Folge dieser Symbiose passiert ist. So, das war jetzt ein bisschen lang, tut mir leid, aber das ist so elementar wichtig, das zu wissen. Und es findet für mich viel zu wenig Bedeutung. Also es findet jetzt heutzutage man kann nicht sagen eine Renaissance, aber dadurch, dass die Medizin irgendwo einen Mangel hat, in meinen Augen, einen Mangel vielleicht auch an Erkenntnissen, kommen immer mehr Therapeuten auf die Idee, dieses Thema Mitochondrien mehr in den Vordergrund zu rücken. Und ich finde es total cool. Ich habe es dann vorher gesehen. Und ich finde aber wichtig, man muss darüber sprechen, was die Mitochondrien wirklich sind. Weil sie gelten als Kraftwerke der Zelle. Und dort wird die Energie produziert, die wir für das Leben brauchen. Und das ist zwar nicht richtig, aber auch nicht, es ist vor allem falsch. So, darüber sprechen wir ja vielleicht jetzt noch. So, es war jetzt sehr lange. Du kannst Ja. alles kürzen. Nö, nö, das ist ja wichtig, einfach das mal so zu hören, ne? Ich weiß nicht, Martje, möchtest du was sagen? Ja, jetzt gerade mit dem letzten Satz hast du mich nochmal wieder durcheinander gebracht. Du hast gesagt, es sind nicht die Kraftwerke der Zellen. Habe ich das richtig Doch, verstanden? Die heißen so, aber die Rolle ist eine, neben der Wärme, bei Kraftwerke, da gibt es also das Energieträgermolekül ATP da. Das hat ja fast jeder schon mal gehört. Und in den sogenannten Phosphatbindungen, wenn sich eins abspaltet, dann wird die Energie, die Lebensenergie freigesetzt. Aber wenn wir uns aber mal diese Energie, die physikalische Energieform anschauen, die wird immer in Kilojoule oder Kilokalorien dargestellt.
Das ist nichts anderes als pure Wärmeenergie. Kraftwerke der Zellen heißt, dort wird Wärme produziert. Ja, aber ich meine, ihr seid jetzt in Deutschland noch nicht in der Lage. Doch, ihr habt dann ziemlich Wärme. Im Moment ist ja ziemlich warm bei euch. Ja. Und was macht der Organismus, wenn es ihm plötzlich zu warm wird? Sprich zum Beispiel in der Sauna. Er fängt an zu schwitzen, weil er kann gar nicht, er möchte gar nicht eine höhere Temperatur haben, dann nennen wir das Fieber. Also wir haben ja ein so enges Fenster von Temperatur, 36,5, und also so viel Wärme über die Mittelstand Leistung können wir gar nicht produzieren. Die muss abgegeben werden. Sonst laufen wir Gefahr zu überhitzen oder zu erfrieren. Da muss noch eine andere Ebene in den Mittelstand stattfinden. Und das ist genau das, was ich vielleicht auch noch etwas ausführlicher darstellen kann. Wir essen ja. Wir essen ja, das heißt ja über die Ernährungslehre und so weiter. Wir essen drei Bestandteile, Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Und die werden dann im Stoffwechsel verstoffwechselt. So, jetzt gucken wir uns den Gehirnstoffwechsel an. Dort können nur Kohlenhydrate verstoffwechselt werden, Fett und Eiweiße nicht, weil der Gärungsstoffwechsel ist ein Kohlenhydratstoffwechsel. Und dort werden die Kohlenhydrate umgewandelt, aber eigentlich werden da auch Stoffe weitergegeben an den Mitochondrien, Sauerstoffstoffwechsel. Vor allem, das nennt sich Pyruvatbenztraubensäure. Das geht zu sehr ins Detail, das ist nicht so wichtig. So, jetzt sind wir aber auf der Ebene der Mitochondrien. Da gibt es halt eben auch die Aufnahme von Stoffen im Vorfeld der Mitochondrien. Dieses Pyruvat, also ein Kohlenhydrat, die Benztraubensäure, weil wenn das nicht verstoffwechselt wird, uns entsteht Laktat. Und Laktat ist die Übersäuerung, das wissen wir bei Sportlern. Das ist so faszinierend, ist immer dasselbe. So, aber die Mitochondrien können auch Proteine, also Eiweiße und Fette verstoffwechseln. Aber diese drei Bestandteile, Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette, gelangen nicht in die Mitochondrien, sondern die werden im Vorfeld über den sogenannten Krebszyklus und andere Dinge, werden die aufgearbeitet. Und was wird davon entnommen? Ausschließlich von Ernährung gelangen Elektronen und Protonen in die Mitochondrien. Keine Kohlenhydrate, keine Fette, keine Eiweiße. Die werden doch nicht verstoffwechselt, sondern in den sehr komplexen, sogenannten und komplizierten Atmungsketten schwirren nur Elektronen und Protonen. Das ist eine andere physikalische Welt. Das ist die Welt der Quantenphysik. Und darum geht es. Die Quantenphysik, die ist für mich die Informationswelt. Es ist die Welt der Schwingung, der Information. Und das ist für mich die wichtige oder mindestens genauso wichtige Rolle, die die Mitte schon haben, nämlich uns mit der Quantenwelt zu verbinden. Jetzt wird es spirituell. Aber das ist die Riesenrolle oder das ist der Unterschied zwischen dem Schwachstrom. Das hat für das Leben auf der Einzellebene oder auf das Zellhaufen das gereicht. Aber nach der Symbiose wurde das Leben wirklich echt rasant. Einzeller, Mehrzeller, erste Anima, erste Tierchen, Würmchen, und dann kam eine sogenannte Kambrische Explosion. Dann wurde nochmal richtig die Evolution angestachelt in Form von Dinosauriern. Leben hat dann das Meer verlassen, ist zum Landleben geworden. Das ist das Entscheidende. Mitochondrien sind für mich die Mittler zwischen der geistigen Welt und der stofflichen Welt. Vermittelt über die sogenannten Komplexe der Atmungskette in den Mitochondrien. Und es ist ein schwieriger Gedanken, aber es ist total faszinierend. Wir brauchen die permanente Ankopplung an ein Informationsfeld. So, jetzt habe ich es Also rausgeholt. ja, ich würde es gerne einmal kurz in meinen Worten wiedergeben, ob ich das jetzt so richtig mitgekriegt habe, auch vielleicht für unsere Hörer. Wir haben also in unseren Körperzellen die Mitochondrien, die zum einen die Kraftwerke der Zelle sind, die Wärme produzieren, die eben ja, uns Energie liefern und auf der anderen Seite eben auch für die spirituelle Anbindung da sind. Also die andere eben uns mit anbinden. Ja, wir,
Fast richtig. Also diese Wärmeenergieproduktion, das wissen wir, dass Säuglinge zum Beispiel, die brauchen eine starke sogenannte Thermogenese. Die brauchen, die können das, die Wärme nicht halten. Die haben noch nicht so eine Isolierfähigkeit. Säuglinge kühlen wahnsinnig schnell aus. Und die brauchen richtig pauende Mitochondrien, Wärme pauende Mitochondrien und haben das auch. Wir nennen das das braune Fett. Das haben die Säuglinge noch richtig viel. Braun sind, ist das Fett deshalb, weil sie so viel Mitochondrien haben. Im Nackensäugling haben wir noch sehr viel braunes Fett. So, das ist die eine Ebene. Die gibt es über die Mitochondrien. Die andere Ebene ist jetzt nicht spirituell, sondern die ist die Informationsankopplung an das Quantenfeld. Und das Quantenfeld, das kannst du auch bezeichnen wie, also das Quantenfeld, die Quantenphysik ist real. Sie ist nicht irgendwie ein spinnertes Gebilde, sondern es hat ja auch vor 2 Jahren den Nobelpreis für Physik an den Quantenphysiker, den ich sehr verehre, Professor Zeilinger aus Wien bekommen. Völlig zu Recht. Und der macht ganz tolle Experimente. Die Quantenphysik ist die Physik, die Naturwissenschaft, die sich in Experimenten als 100% zuverlässig und richtig dargestellt hat. Früher konnte man, wie die Quantenphysik sich entwickelt hat in den 20 Jahren, da konnte man überhaupt nicht die Experimente machen. Da waren noch keine Lasermaschinen, da hatte man noch keine Lasergeräte und so weiter. Also das ist die Informationsebene. Und die wird übertragen, die Information wird übertragen auf stoffliche Moleküle, nämlich auch auf dieses ATP. Wir haben ja eben das ATP besprochen als Energieträgermolekül, in dem, dass wir Phosphatbindungen in dem TT, also TP heißt Triphosphat, das sind 3 Phosphate, die angebunden sind. Und wenn sich eins abspaltet, wird Wärme freigesetzt. Wenn das nächste sich abspaltet, wird wieder Wärme freigesetzt. Und das dritte sich abspaltet, wird wieder Wärme freigesetzt. Das ist alles sehr schön, aber die Wärmeenergie erklärt das Leben nicht. Es erklärt nur die Informationsenergie. Und das wird auch im ATP gespeichert, die Information, nämlich in dem sogenannten Adenin-Ringemolekül. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg detailreich. Aber vielleicht sollte man darüber nachdenken, warum in jedem Lehrbuch steht, ATP hält wie lange? Nur einige Sekunden. Wenn es um Wärme geht, macht das überhaupt keinen Sinn. Aber wenn es um die quantenphysikalische Informationsebene geht, dann macht das sehr viel Sinn, dass das ATP nur einige Sekunden hält, was quantenphysikalisch eine Ewigkeit ist. Aber für uns ist eine Sekunde bedeutend nicht viel. So, das macht alles einen Sinn. Und diese Ankopplung an die geistige Welt, sagen wir mal, von mir ist geistig oder Informationswelt, übertragen über die Mitochondrien, über diese Elektronen- und Protonenfluss auf das Energie- und Informationsträgermolekül ATP. Das ist nämlich das Entscheidende. Es ist eine Erweiterung. Es ist nicht irgendetwas gegen, sondern wir haben eine zweite Ebene, die Wirkebene. Und das ist das, was mich an der Mitochondrien so extrem fasziniert. Sehr spannend. Ich hoffe, dass wir einigermaßen rübergebracht haben. Es ist ja der Vorteil hier, man kann sich das unendlich oft anhören. Ne? Das ist ja immer der Vorteil an einem Podcast oder an einem YouTube-Video. Du kannst immer wieder zurückspulen und einfach nochmal hören. Na, das ist das Gute. Vielleicht bist du so lieb, lieber Rudolf, und erzählst nochmal so ein paar Sachen, weil ich finde, weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber wahrscheinlich ja, es gibt immer mehr so Mitochondrienschwäche und du musst deine Mitochondrien stärken. Und vielleicht kannst du da nochmal so 2, 3 Worte zu sagen und auch aus der Praxis, was kann ich denn konkret tun, wenn ich jetzt meinen Mitochondrien was Gutes tun möchte? Was gibt es da so vielleicht so aus der Praxis ein paar Tipps von dir? Also, überhaupt kein Thema. Das ist nämlich mein Kernthema. Nicht hier die Quantenphysik und so weiter, sondern die gefühlte Energie oder, ich nenne, ist ja völlig klar, Vitalität. Vita, lateinisch das Leben, also die Lebensenergie. Und die wird auch sehr stark durch diese Mitochondrien-Aktivität wird die gesteuert. Jetzt sowohl, was die Wärme angeht, wie auch die Information. Das sind immer 2 Dinge. Man kann nicht das eine vom anderen trennen. Man kann auch Körper, Geist und Seele nicht drin, weil das ist in allem drin. Es ist ja die Ankopplung an die geistige Welt oder an die Informationswelt. Aber wir haben auch Moleküle. Wir sind ja stofflich. Ich kann mich selber hier schlagen. Das könnte ich nicht, wenn ich nur ein Geist wäre. Wir sind beides und wir sollten beides berücksichtigen. Und für mich ist
ganz wichtig, Lifestyle, der Lebensstil. Und jetzt erzähle ich dir, beziehungsweise euch natürlich, die 5 Punkte, in meinen Augen, die Mitochondrien stärken. Damit sind aber auch klar die 5 Punkte, die Mitochondrien schwächen. Und die ersten 3 Punkte, die sind gleichbedeutend und das sind meine Blockbuster. So, ich 5 Punkte Nummer 1, also nicht erstens, sondern 1 von 3 gleichbedeutenden. Ernährung. Dann meine ich diese Ernährung, also das, was wir uns ins Maul stopfen, Entschuldigung, und aber auch die geistige Ernährung. Das, was wir feinstofflich mit Körper und Geist, wie wir umgehen. Also tun wir etwas Gutes für uns, meditieren wir, haben wir soziale Kontakte, haben wir Körperkontakte. Also es muss nicht Sex sein, also das ist nicht das Entscheidende, sondern haben wir Austausch mit anderen. Darum geht es. Ernährung ist ja auch nichts anderes als ein Austausch. Es kommt Information rein, stoffliche Information, und der Körper muss damit irgendwas anfangen. Also ich meine, wenn du DDT oder Zyankali zu dir nimmst, dann hast du auch eine stoffliche Information, nämlich kannst du nicht überleben. Das soll man. Aber wir brauchen Nährstoffe, Stoffe, die uns ernähren. Und eben habe ich von dem Elektronen- und Protonenfluss gesprochen. Wo kommt denn die Ernährung, wo kommt das denn der Elektronen- und Protonenfluss her? Aus Mutter Erde. Wo kommt eine gesunde Ernährung her? Von Mutter Erde. Es ist immer dasselbe. Das macht ja die Natur. Ich schaue immer, wie die Natur das macht. Und wir haben uns ein bisschen verrannt, weil wir haben jegliche Dinge, wir haben große technische Fortschritte, aber wir haben auch den Kontakt, eigentlich den Lebenslust zur Mutter Erde größtenteils verloren. Das bin ich wirklich absolut der Meinung. Und deshalb haben wir so viele Menschen, die erschöpft sind, die im Burnout sind, die nicht mehr können, die ihre Vitalität verloren haben. So, Punkt 1, das war die Ernährung. So, Punkt 2, Entgiftung. Stofflich, also was kann ich an Giften im Körper rausholen? Aber auch geistige Entgiftung. Das ist unglaublich wichtig, weil viele Menschen haben, das sieht man ihnen auch, die haben so ein giftiges Gedankenbild. Ich nenne das dann häufig die Kakophonie. Die haben Gedanken, die. Aber das ist, darum geht es. Und beides bedingt sich gegenseitig. Körper und Geist, aber Ernährung, Entgiftung. Und Nummer 3 von den Blockbustern ist der Darm und das Mikrobiom. Da habe ich noch nicht so eine stoffliche und feinstoffliche entsprechend, aber ich halte den Darm und das Mikrobiom für unerlässlich zu betrachten, zu analysieren und auch vielleicht zu verbessern. Aber der Darm und das Mikrobiom wird natürlich durch die Ernährung beeinflusst, natürlich durch die Giftstoffe, die reinkommen und die natürlich über den Darmausgang auch rauskommen. Es ist alles total vernetzt. So, Nummer 4, jetzt, das ist eine andere Ebene, ist nämlich die Ebene, die zwischen Zentrale, also in unserem Kopf, und Body und ausführendes Organ ist, nämlich alles, was im Halsbereich ist oder am Halsbereich. Die Zähne, die Zahnmaterialien und die Zahnstellung. Also Zähne, klar, damit auch der Biss. Die Zahnmaterialien, also was ist zum Beispiel wurzeltote Zähne oder auch das Amalgam-Thema oder sonstige chemische Substanzen, die als Ersatz für Karies, Löcher und so weiter, ich bin jetzt kein Zahnarzt, aber die als Ersatz eingebaut werden und die häufig ein Störfeld darstellen, also ein energetisches, aber auch ein chemisches Störfeld darstellen. Dann habe ich noch, der Biss ist natürlich wichtig, der Biss hängt aber auch an der Stellung der Halswirbelsäule, vor allem der oberen Halswirbelsäule, Atlas und Axis. Weil wenn da was schief ist, dann hast du Auswirkungen im gesamten Organismus. Das wissen wir durch einen sehr geschätzten Kollegen, Dr. Kuklinski, der auch ein Buch geschrieben hat, das HWS-Syndrom, aber der hat auch ein interessantes Buch über die Mitochondrien geschrieben. Also der hat sich ja zur Ruhe gesetzt. Aber das war schon toll, was er da aufklärerisch herausgefunden hat. Dass die Halswirbelsäule ein ganz zentrales Organ, es ist ja auch zentral, weil das den Kopf hält,
Atlas und Axis, da gibt es ja diese Modelle, und der aber auch die Verbindung zum Organismus aufrechterhält, nämlich über das Rückenmark. So, das war Nummer 4. Und Nummer 5, jetzt wird es einfach, Sonstiges. Also gesundes Wasser, gesundes Licht, gesundes Luft, gesunde Luft. Damit meine ich auch die Atmung. Also eine bewusste Atmung, Bewusstsein, bewusste Atmung spielt schon eine große Rolle. Atemübungen, gibt es auf YouTube tolle Videos. Wim Hof Atmung, also dieser etwas durchgeknallte Holländer, der auch der Iceman genannt wird, den ich auch sehr, was ich sehr befürworte, nämlich Kältereize sind extrem gut für die Mitochondrien. Aber auch in Kombination mit Wärmereize, Sauna, Infrarotsauna, überhaupt draußen viel, viel Kontakt mit der Natur haben. Das ist so wichtig. Waldbaden, alles diese Dinge, alles richtig. Zurück zur Natürlichkeit. Mitochondrien sind ein Teil der Natur und die gibt es deutlich länger, als es den Menschen gibt oder die Menschheit gibt. So, das waren eigentlich meine 5 Punkte. Jetzt sind wir fast durch. Sehr gut. Aber die ersten 3 sind die wichtigsten. Und ich fange, das weißt du jetzt noch nicht, und das ist jetzt auch nicht der Werbeblock, ich fange bald an, wenn ich zurück bin, nächste Woche fliege ich zurück und dann kommen wir in den Mai rein. Irgendwann, dann werde ich anfangen, ein Coaching anzubieten. Ein Online-Coaching für Menschen, die ihre Vitalität, ihre Lebensenergie verloren haben. Sprich Burnout, CFS, Chronik-Fatigue-Syndrom. Und es ist aber immer dasselbe. Wenn du nicht ausbalanciert bist in den 3 Punkten Ernährung, Entgiftung und Darm, dann schalten die Mitochondrien in dem Hybridmotor, schalten die rüber mehr in den Richtung Gärungsstoffwechsel. Das ist aber nicht ungefährlich, weil wir wissen seit 100 Jahren durch einen deutschen Nobelpreisträger Otto Warburg, was hat er gesagt? Die Krebszelle ist im Gärungsstoffwechsel. Und dann, was ist denn mit dem Sauerstoff? Was ist denn mit der Schande? Otto Warburg hat sogar gesagt, das liegt daran, dass ein Komplex in der Mitochondrien kaputt gegangen ist. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts da waren so viele Entdeckungen, Max Planck, die Quantenphysik, Albert Einstein, ein bisschen früher, die Relativitätstheorie. Also das war, und alle waren in Berlin. Eine tolle, ich wäre gern in der Zeit in Berlin gewesen, muss ich sagen. Weil ich glaube, da war einfach ein Esprit. Es war auch zwischen den Weltkriegen. Offensichtlich war da irgendwas, ein Schmelzsiegel von sehr viel positiven Energien. Punkt. So, jetzt habe ich aber das Wesentliche gesagt. Sehr schön. Das war jetzt ja schon mal ein toller Einblick. Vielleicht bist du so lieb, Rudolf, und sagst nochmal, und wir werden es auch verlinken in den Shownotes, wie kann man dich erreichen, wo kann man dich finden, weil das packen wir dann auch alles rein. Und dann kann jeder, der hier merkt, wow, das ist ja ein geniales Thema, wie ich finde, unbedingt auch ein super wichtiges Thema, einfach mal Kontakt aufnehmen zu dir oder du hast bestimmt Newsletter und solche Sachen. Du hast ja über einen YouTube-Channel gesprochen, das werden wir dann verlinken und dann einfach da mal gucken und Näheres noch erfahren. Also ich bedanke mich für deine Reaktion. Ich habe Gänsehaut. Es geht nicht um Abzocken oder um das Geschäft oder so. Mir geht es darum, dieses Gute. Ich bin nochmal von meiner Ausbildung oder auch von meinem Herzen ein Mensch, der versucht, anderen Menschen zu helfen. Das ist in meinen Genen. Früher nannte ich das Artsein. Jetzt bin ich, glaube ich, dem etwas entflohen und mache diese Art von menschlicher Betreuung in Anführungsstrichen oder ja, Begleitung. Es ist, Betreuung klingt so wie betreutes Wohnen. Begleitung, Coaching, das ist Neudeutsch. Und wie man mich findet, ja, das ist relativ einfach. Den Newsletter und Informationen findet, also über die Mitte schon, findet man auf der Seite www, ich verlinke die, also www, der Mitte schon in Doktor. Das bin ich. Ich genau, schicke wir dir die verlinken Seite. Das alles, ja. Genau. Das Buch findet man unter www.simply-mitochondrien.de und das Coaching wird unter bolzius.com sozusagen anvisiert sein. Und wenn man sich auch mit mir verbindet auf Facebook oder YouTube, der Kanal, den kann ich von hier, von Südafrika, ich muss den irgendwie mal bestätigen. Das geht aber dann über meine Mobilnummer. Und ich habe bewusst meine mobile deutsche SIM-Karte in Deutschland gelassen. Weil ich war im letzten Jahr schon mal hier, da hatte ich die hier für 4 Wochen.
habe mich auch, ja, ich habe nicht telefoniert, aber ich habe ja WLAN, also ich habe schon auch Daten über das eigentlich südafrikanische Vodafone-Netz transportiert, und ich hatte eine vierstellige Rechnung, obwohl ich es gar nicht genutzt habe. Es war teuer, um es mal klar zu sagen. Und den Fehler wollte ich nicht wiederholen. Jetzt kann ich auch meinen YouTube-Kanal nicht bestätigen, weil ich muss nichts, ich bin ja nächste Woche in Deutschland, dann mache ich das dann. So, also mich findet man schon, überhaupt keine Frage. Sehr gut. Ja. Wunderbar. Dann tausend Dank dir, lieber Rudolf. War auf jeden Fall super bereichernd. Und ich glaube, auch jeder, der das hier gehört hat, wird sagen, wow, das ist ja also total genial. Damit beschäftige ich mich nochmal weiter. Und da hast du ja auch dann viele Möglichkeiten für diejenigen, die sagen, Da, das möchte ich noch genau, näher. darum geht es. Es geht mir nicht, dass ich hier eine spinnerte Wahrheit verbreite, sondern ich möchte einfach nur anregen, denk mal drüber nach. Und wer entscheidet, ob das richtig ist oder nicht? Das Herz. Das Herz gibt immer eine Antwort. Vielleicht in dem Moment, ach, dieser spinnerte schon wieder. Oder, ach, das habe ich ja noch nie gehört, aber das ist hochinteressant. Einfach vorurteilsfrei an die Sache herangehen und nicht sagen, wieder so ein Schwurbler oder Aluhutträger oder so. Das bin ich gar nicht, sondern wirklich mal sich eine zweite Meinung anhören. Sehr gut. Okay, dann vielen Dank für alle, die zugehört haben. Empfehlt das gerne weiter. Mitochondrien haben wir alle, deswegen ist es für jeden interessant. Und dann freuen wir uns schon auf das nächste Mal. Tausend Dank dir, lieber Rudolf. Grüße nach Südafrika. Und ja, Ja, schalt gern wieder ein, wenn ich es werde. heißt, ja? Ich bitte dich aber auch mir sozusagen dann die Informationen über den Podcast zu schicken, weil Das ich machen den wir. dann auch natürlich verlinke. Das Super, das machen machen wir. wir. Lieber Rudolf, ich werde dich informieren, sobald der Podcast raus ist. Gut, dann alles Liebe, fröhliche Grüße und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Stefan. Wenn Fragen sind, meldet Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf www.identity-upgrade.de und www.martje.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.